Grüße euch ganz herzlich. Ich möchte gerne heute darüber sprechen, warum ich auf der Straße gelebt habe. Und zwar der Hintergrund ist auch Verständnis also dass ihr Verständnis habt für die Menschen, die in die Situation gekommen sind, auf der Straße zu leben. Weil aus eigener Erfahrung ist es eine Situation, in der man schnell drin ist, aber nur schwer wieder draußen. Und deshalb möchte ich euch mal erzählen, ja, was es alles für mich für Gründe gab, Beweggründe, und was ich auch festgestellt habe in den 9 Jahren, die ich ohne Wohnung gelebt habe, tatsächlich nur ein Jahr davon wirklich auf der Straße. Aber das Jahr habe ich dann auch auf der Straße gelebt, ja. Also ich weiß, wie das ist. Und ich möchte euch jetzt einfach mal ein bisschen was davon erzählen. Auch gerade jetzt mit dem Hintergrund, ja, wir sind gegen rechts, das finde ich ja wunderbar. Aber die Frage ist ja, wie gehe ich mit den Menschen um, also die sozusagen aus dem normalen gesellschaftlichen Leben rausgefallen sind, aus irgendwelchen Gründen. Auch Deutsche, also wie verhalte ich mich gegenüber Obdachlosen zum Beispiel, ja, die ich damals, als ich selber keine Wohnung hatte, im Übrigen gerne Menschen ohne Zuhause genannt habe, weil ich das weniger, ja, sagen wir mal, als Abstempeln sehe. Und also man sagt in anderen Ländern pejorativ, also vorurteilsbehaftet. Genau, würde man hier sagen. Gut, also ich möchte erzählen, dass mir auch jetzt in den Jahren, also jetzt habe ich seit, glaube 6 Jahren wieder eine Wohnung, langsam aufgegangen ist, ja, warum war das alles eigentlich so? Und habe herausgefunden, da gab es Ursachen in der Kindheit. Und zwar habe ich gemerkt, Mensch, eigentlich war ich ja als Kind schon immer auf der Straße. Also ich sage jetzt mit immer, meine ich jetzt tagsüber, ja, wenn die Eltern sowieso keine Zeit hatten, ich war ja ein Schlüsselkind auch. Genau, und musste nur pünktlich zum Essen da sein. Und hatte keine Uhr. Und dann musste ich da bei den Autos gucken, da reinlugen an der Seite. Ja, wie viel Uhr haben wir denn jetzt, um pünktlich zum Essen da zu sein? Und meine Mutter, die hat immer gedroht. Also ich weiß nicht, wie oft sie das gesagt hat, aber das war immer so die Drohung, das Damoklesschwert, das im Raum stand. Wenn du nicht pünktlich zum Essen heimkommst, dann schmeiß ich dir dein Kopfkissen in den Hof. Also ich habe in einem sechsstöckigen Haus gewohnt, bin da aufgewachsen im sechsten Stock ohne Aufzug. In einer Großstadt, und es war dann immer das, also wenn ich jetzt nicht pünktlich bin und rausgefunden habe, wie viel Uhr es ist, wenn ich da auf der Straße irgendwie unterwegs war, als Kind auf dem Spielplatz oder was, ja, also dann ist mein Zuhause im Hof, ne, also auf der Straße, so. Und ich habe gemerkt, es hat mir schon irgendwie, ja, es hat schon viel mit mir gemacht, dass es so war. Und ja, ich habe also als Kind schon gern gestromert. Das mache ich auch immer noch gerne ab und zu mal so. Da bin ich in meinem Element und da entdeckt man lauter tolle Sachen und es ist einfach wundervoll. Ich mache das jetzt nicht mehr so oft, aber wenn ich es mache, dann bin ich selber ganz begeistert. Also ich war als Kind, muss ich sagen, ich war, fühlte mich und es wurde mir auch so kommuniziert, ungewollt und ich eigentlich abgelehnt und unverstanden und zu viel und lästig. Und es war schon so fast so, du musst büßen dafür, dass du auf die Welt gekommen bist. So habe ich mich als Kind gefühlt. Ja, schrecklich, was konnte ich da meinen Eltern nur antun? Was habe ich denen angetan, ja? Ganz, ganz, was ganz, ganz Furchtbares so, ne? Es war dann auch so, ich kann mich erinnern, ich dachte immer, ich bin adoptiert, so.
Ich sah meine Mutter aber ähnlich, also es konnte irgendwie nicht sein, aber auf einer geistigen Ebene bin ich tatsächlich auch eigentlich ein adoptiertes Kind. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Also auf der geistigen Ebene war das auch so. Also ich habe das schon ganz richtig gefühlt. Das ist aber für ein anderes Video mal, kann ich mal darüber sprechen. Ja, und dann. Gut, also ich fühlte mich da auch nie wirklich zu Hause in dem Elternhaus, sage ich jetzt mal. Und was meine Eltern hatten, das war ein Buch, hier Kinder aus aller Welt. Und dieses Buch, ja, das habe ich mir gerne angeschaut. Also meine Eltern, die haben überhaupt nicht gelesen oder so, ne? Und habe mir da die Kinder angeschaut. Und ja, das hat mich schon immer irgendwie fasziniert. Also hier ist zum Beispiel jetzt mal eins. Also es hat eine unglaubliche Faszination auf mich ausgeübt, diese Kinder zu sehen hier. So, ne? Also muss man sich vorstellen, so bin ich aufgewachsen mit diesem Buch. Und hier zum Beispiel, ja, die Straßenkinder, wahrscheinlich in Südamerika. Naja. Und es war dann so, ich bin dann irgendwie in São Paulo gelandet, habe da einen Job angenommen, weil es war mein Traum, im Ausland zu leben und zu arbeiten, weil ich auf einer begonnenen Weltreise, muss ich sagen, das war also auch ein Traum, Weltreise zu machen, habe ich festgestellt, boah, als mit dem Foto hier unterwegs, so bin ich ja wie ein Voyeur immer nur. Ich sehe das alles nur von außen. Und ich lebe da gar nicht mit den Menschen mit. Also das war, da habe ich gedacht, okay, das wurde mir jetzt angeboten, Jobangebot, dann gehe ich da jetzt hin. Habe auch gemerkt, ich wollte immer mit der dritten Welt auch mal unterwegs sein. Und dann, ja, das hat mir so gefallen. Ich war in Nepal, dachte, okay, dann gehe ich nach São Paulo in die dritte Welt und guck mal, wie lebt man da, ne? So. Und habe dann gelernt, meine Augen zu verschließen vor den Favelas, die man da überall sieht. Also wenn man schon ankommt, sieht man die rechts und links der Autobahn, mit dem man da durch die Stadt brettert, in die Stadt rein und so weiter. Und ja, und da war ich halt schon konfrontiert damit. Also die Straßenkinder, die sieht man. Die sind sehr stark präsent in São Paulo. Da gibt es Millionen. Ich weiß jetzt nicht mehr wie viel Millionen, aber also São Paulo hatte 20 Millionen Einwohner und also über 1 Million waren da Straßenkinder. So kann man sich erstmal nicht so vorstellen bei uns, ne? Aber es gibt, wir haben hier ja auch Leute, die auf der Straße leben und wir haben auch Jugendliche, die auf der Straße leben. So. Und es ist dann passiert in meinem Leben, dass ich mehrfach von Straßenkindern irgendwann mal überfallen wurde. Das war dann meistens an der roten Ampel, da standen die dann mit irgendwelchen Waffen, was weiß ich, mit dem Messer oder mit dem Wackerstein oder mit einer Glasscherbe, sind sie dann ins Glas rein. Es war ja heiß da, ne? Da hat man das Glas nur nicht so weit aufgemacht oder ich hatte es aus Versehen mal offen, das Fenster, und dann ist mir halt was passiert. Das war überhaupt nicht angenehm, muss ich dazu sagen. Ich will da jetzt aber auch gar nicht weiter drauf eingehen. Auf jeden Fall. Der Kontakt, die Konfrontation mit diesen Straßenkindern, oder ich habe dann auch mal beobachtet, wie die Straßenkinder in so einer Lanciunechi, das sind dann so einfache ja, Imbisse, in denen man essen kann, oder auch so ein Smoothie trinken, ja, was da sehr berühmt ist. In Brasilien habe ich gesehen, ah, die bekommen da zu essen von den Besitzern, das fand ich ja toll, ist ja super. Und ja, irgendwie hat mich das inspiriert oder fasziniert, dass ich dachte, Mensch, also es war ja alles unbewusst, es wurde mir dann später erst bewusst, dass das alles so kleine Szenen auf meinem Weg waren, die mich dahin gebracht haben, selber auch auf der Straße zu leben.
Genau, es war dann noch eine Sache. Ich hatte immer Freunde, jahrelang irgendwie, Jahrzehnte, eigentlich mehr oder weniger immer in meinem Leben, die nicht wirklich richtig Geld hatten. Immer irgendwie nicht genug oder ja, also fast gar keins. Und die auf meine Kosten gelebt haben und so. Und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, also was die können, das kann ich auch, ja. Ich lerne jetzt mal von meinen Freunden, warum schaffe ich mich hier ab in meinem Leben, um andere Leute zu versorgen? Ich kann das doch selber mal ausprobieren, ja. Dieses Lebenskünstler sein, sage ich jetzt mal, ja. Noch dazu kam, dass ich mich im Ausland. Wenn ich wollte immer von Kind auf immer reisen, 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 auch immer weg aus Deutschland, ja. Da fühlte ich mich einfach besser, da ging es mir besser und ich fühlte mich auch immer freier, offener, geliebter, von der Mentalität her viel mehr zu Hause. Also, das wollte ich jetzt mal hier an dieser Stelle auch anmerken, weil das spielte natürlich eine Rolle dabei. Warum habe ich lieber in Frankreich auf der Straße gelebt als hier in Deutschland im Obdachlosenheim zum Beispiel? Okay, also, so, was ich dann festgestellt habe, also bei mir ist es dann einfach passiert, ich sag mal, weil ich einen Fehler im Programm hatte. Bei mir war das dann so, wenn ich gemerkt habe, oh, ich will jetzt da nicht mehr wohnen, das taugt mir alles nicht, das gefällt mir nicht, ich fühle mich nicht wohl, dann habe ich das einfach aufgegeben. So. Und will ich nicht mehr, taugt mir nicht mehr. Und hatte so eine Art von Gottvertrauen auch. Ja, Gott sorgt schon für mich, ne? Und das ist ja auch so auf einer gewissen Ebene. Nur, ja, Gott sorgt nicht unbedingt dafür, dass wir eine Wohnung haben. So, da müssen wir uns schon selber für sorgen. Und es hat mir auch mal jemand erzählt, ein sehr wohlmeinender Freund, der über 30 Jahre älter war wie ich, als ich den kennengelernt habe, also wie so ein Vater. Der hat dann auch, als ich da mal wieder in der Situation war, gesagt, ja, hey, du musst aufpassen, dass du nicht deine Wohnung aufgibst, bevor du eine andere hast. Naja, und obwohl er mir das mit auf den Weg gegeben hat, erzählt hat, habe ich das trotzdem immer wieder gemacht. Wir haben ja so Muster, ne? Und die rauszubekommen ist gar nicht so leicht. Also ich gehöre auch zu den Menschen, die alle Fehler zweimal machen. Ich sage jetzt, I do every mistake twice. Ich muss immer zweimal die Erfahrung machen. Und dann so richtig heftig, bis ich gucke innerlich, hey, was kann ich da ändern? Also jetzt ist alles in Vorbereitung darauf, dass ihr auch bitte Verständnis bekommt für Menschen, die in diese Situation geraten sind. Ja, das ist nicht unbedingt bewusst passiert. Also ich kann es von mir sagen. Vollkommen unbewusst bin ich da gelandet. So. Was mir noch aufgefallen ist, bei allen Menschen, die auf der Straße leben, was auch mein Thema war, es ist die Konfrontation mit dem Bösen irgendwo, auf irgendeiner Ebene. Also, als ich in Frankreich ohne Wohnung gelebt habe, auf der Straße, und viel mit Menschen gesprochen habe, die auch in der Situation waren, da hatte ich den Eindruck bekommen, es waren immer irgendwie die Eltern. Die Eltern, die irgendwo ein Elternteil, das irgendwie böse war. Und ich sage jetzt mal so, aus meiner Sicht kann man das erstmal nicht verstehen. Es ist, ich sage mal, also zumindest in meinem Programm, wie ich drauf war in meinem Leben, ich konnte es nicht verstehen. Und ich glaube, viele können es einfach nicht verstehen. Und also, dass ein Elternteil böse war, ich sage das so, also wie ich es in Frankreich erlebt habe, es war bei allen irgendwie so, man kann es nicht verstehen und irgendwie, da hakt man irgendwie aus.
In Deutschland habe ich mit Menschen geredet. Ich habe ja auch hier immer mal wieder Leute zu Gast gehabt, die kein Zuhause hatten. Und habe herausgefunden, okay, das waren nicht unbedingt die Eltern. Es gibt auch Menschen, die ohne Zuhause sind, die erst im Erwachsenenalter diese Erfahrung gemacht haben, mit dem Bösen, die damit nicht klarkamen. Und ja, also ich sage es jetzt einfach mal richtig deutlich. Jahrelange Erfahrung aus meinem Leben, aus dem Leben von anderen Menschen. So, also im Grunde genommen sind sie Opfer geworden. So. Und da erstmal hinzukommen aus diesem Opferwerden, das passiert ja erstmal ganz natürlich. Rauszukommen ist auch ein langer Weg. So, okay, also der Mensch kann es erstmal nicht verstehen. Was passiert da eigentlich mit mir? Genau. Und sich dagegen eben zu wehren, um nicht Opfer zu werden, das ist auch, ich sage jetzt mal, kann ein sehr, sehr langer Weg sein. Ja. Genau. Also jetzt bitte um Verständnis zu bekommen für die Leute. So, also bei mir war es dann so, ich hatte dann auch noch den Traum, ohne Geld zu leben. Und habe mir gedacht, ja, wie soll denn das funktionieren? Wie soll sich das denn verwirklichen? Ja, den hatte ich schon 5 Jahre vorher, als ich in einer teuren Wohnung saß, in München. Ne? Genau. Und dann kam noch hinzu, also wie gesagt, der Fehler im Programm. Ich fand es ganz witzig, weil ich war mal in der Wärmestube dann und habe das jemand erzählt und sagt er, ja, aber die Oberen, die haben auch einen Fehler im Programm. Okay, indem sie sich so verhalten, wie sie sich verhalten, ja, okay. Also ich bin nicht die Einzige, die einen Fehler im Programm hat. So. Ja, und dann kam noch dazu, dass ich irgendwann mal in der Apokalypse gelesen habe, in Kapitel 13, 16 bis 18 und 14, 9 bis 11, dass in der Endzeit die Leute getrennt werden, in die, die die Zahl des Tieres, dreimal die sechs annehmen. Die werden nicht mit ins goldene Zeitalter gehen. Scheinbar hat der liebe Gott auch was dagegen, wie das alles so hier abläuft auf der Welt. Und dass nur die mitgehen, die bereit sind, darauf zu verzichten. Und da dachte ich, ach, ja, wie wird das denn dann sein? Das will ich aber wissen. Wie wird das denn dann sein? Und genau, also das war auch so einer meiner vielen Beweggründe. Ja, also ich sage nochmal dazu, es ist unglaublich schwierig, auf der Straße zu leben. Also für mich sind es die wahren Helden, sind die, die auf der Straße leben. Ich sage das jetzt mal so. Und nicht die, die sich irgendwo hinflüchten. Also das habe ich eben auch. Ich habe es eben gelebt, auch weil ich es kannte. Ich war nämlich vorher auch schon mal in der Situation und bin dann ins Obdachlosenheim gegangen für Frauen. Und dann dachte ich, nee, das will ich jetzt nicht mehr, ich will das jetzt leben. Ja, die Erfahrung habe ich gemacht, hat mir nicht getaugt, ist auch nicht so angenehm und so, passt manchmal auch nicht. Genau, also, kannte ich schon, wollte ich nicht mehr. Gut. Ich habe mal jemanden getroffen bei der Bahnhofsmission in München, mit dem ich einen Tag rumgezogen bin. Und der sagte, auf der Straße zu leben, ist schlimmer wie im Militärgefängnis. Und ich habe mir jahrelang immer wieder Gedanken gemacht dazu, ob er recht hat oder nicht. Was ist wirklich schwieriger? Also, gute Frage. Kann man sich lange den Kopf drüber zerbrechen? Ich denke, auf der Straße, der große Vorteil ist, dass man da frei ist. Im Militärgefängnis ist man abhängig davon, wie die Leute mit einem umgehen. Und stelle ich mir auch nicht so lustig vor. So, aber die Freiheit hat natürlich einen unglaublich hohen Preis, ne? Ich sage jetzt auch an dieser Stelle, ich empfehle keinem Menschen, seine Wohnung aufzugeben. Keine gute Idee. Ja, aber genau. Aber wenn man in der Situation ist, das war immer so mein Ding, dann zu erzählen, man kann noch was Schönes draus machen. So, also das habe ich zumindest versucht.
Genau, also aber bitte nicht meinen, oh, ich sage, ich erzähle jetzt, gebt eure Wohnung auf. Nein. So, bei mir war es halt einfach so, ich fühlte mich auf der Straße zu Hause. Eben auch deswegen, weil ich als Kind schon viel auf der Straße war. Tagsüber halt, natürlich war ich dann zu Hause, musste ja pünktlich kommen, habe ich auch irgendwie hingekriegt, ja. Aber es war immer so für mich das Gefühl, mein eigentliches Zuhause ist auf der Straße. So, also was heißt immer, aber es war in mir ein Gefühl. Und ich habe auch jetzt immer noch, obwohl ich eine Wohnung habe, Situationen erlebt, die so als Triggerpunkte für mich gedient haben, ja. Also wenn anderes Leute wichtiger waren wie ich oder so, dass das einen unglaublichen Schmerz ausgelöst hat und ich dann nichts anderes tun konnte, wie auf die Straße zu gehen und da mit meinem Schmerz zu sein. Und der war natürlich aus der Kindheit, ja, wenn also die Eltern, wenn niemand für einen da war und man dann eben auf die Straße gegangen ist. Und ja, also die Straße ist, ich sage das jetzt mal, kann ein unglaublicher Trost sein, der einzige Platz, auf dem man sich immer zu Hause fühlt, weil die Straße immer da ist. Also meine Erfahrung, Menschen, ja, nee, die sagen oft, das ist mir auch in Deutschland passiert, die sagen oft, nö, ich habe jetzt keine Zeit oder ich kann nicht oder so, ne? Also die Leute, die arbeiten, die haben ja sowieso keine Zeit normalerweise, vielleicht in 4 Wochen mal, eine Stunde oder zwei, ja. So, meine Erfahrung. Und die Straße, ja, da ist man, die ist immer für einen da. Das ist ein riesengroßer Trost. Ich sage das, weil ich das so in meinem Leben erlebt habe. Ja, genau. Und was ich noch sagen wollte, ist, was mir auch aufgefallen ist in all den Jahren, Menschen, die auf der Straße leben, sind in der Regel ehrlich. Also da geht es zwar oft gewalttätig zu, auch, ja, aber die sind ehrlich im Miteinander, ja. Und das war für mich auch immer wieder mal ein Grund, wenn ich auch Kontakt hatte mit Menschen aus der spirituellen Szene oder so, in Frankreich jetzt, ne, wo ich gemerkt habe, ja, die sind ja eigentlich scheinheilig. Da bin ich lieber mit den Menschen auf der Straße. Die sind wenigstens ehrlich, ja. Und ich habe eine unglaubliche Solidarität erlebt. Unter den Menschen auf der Straße, die habe ich nie wieder erlebt. Also, was heißt Solidarität? Menschen, die zusammenhalten. Ja, ich meine jetzt nicht die Solidarität, die uns hier erzählt würde, von wegen, lasst euch einen Pieks geben, damit ihr solidarisch seid. Davon, das ist die Umkehrung, ja, der eigentlichen Solidarität. Die eigentliche Solidarität ist, ich bin mit dem Menschen solidarisch, mit meinem Nächsten. Ich halte zu dem, ja, ich stehe zu dem. Ich stärke dem den Rücken gemeinsam. In Konfrontation mit, was weiß ich, Leuten, die uns nicht wohlgesonnen sind, die uns angreifen oder so. Ja, das ist die wahre Solidarität. Ich halte zu denen. Ne? Genau. Ja, also ich wollte das nur mal, das war mir jetzt echt gerade heute so ein richtiges Herzensanliegen, mal darüber gesprochen zu haben. Ich merke auch, ich jetzt mit diesem Hintergrund der sehr langen Wohnungslosigkeit, 9 Jahre, ja, ich habe, also mir fällt es leichter, mit Menschen zu sein, die auch diesen Hintergrund haben, den Hintergrund der Wohnungslosigkeit, die das kennen, wirklich auf dem Nullpunkt gelebt zu haben, ja. Ich sag mal, für mich sind das irgendwie wahre Menschen, ja, wahre, ehrliche Menschen. Ich sage es einfach mal so deutlich, während viele andere, ja, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wo die überhaupt überall unterwegs sind, aber auf jeden Fall sind die nie auf dieser, also man hat mit denen einfach eine gemeinsame Ebene, eine gemeinsame Basis,
nämlich auf dem Nullpunkt gewesen zu sein. Und das ist einfach ein Unterschied, sehe ich auch jetzt, wie Menschen, die nie auf dem Punkt waren und nie die Erfahrung gemacht haben. Und ich will es jetzt einfach mal gesagt haben, ich sage ja nichts gegen Menschen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, aber bitte einfach hab Verständnis deswegen, dass es Menschen gibt, die einfach einen anderen Lebenshintergrund haben, andere Erfahrungen im Leben, vielleicht auch, weil sie ja andere Muster hatten, in einer anderen Familie aufgewachsen sind, wo sie vielleicht nicht so willkommen waren. Und ich habe es ja schon erzählt, ne? Umgang mit dem Bösen nicht verkraftet haben oder was. Also, deshalb, ich bitte um Verständnis für Menschen, die auf der Straße leben. Es sind auch Menschen, die haben ein Herz. Man kann mit denen auch reden, halt ein bisschen aufpassen, ne, wie es euch damit geht. Aber das wollte ich jetzt an dieser Stelle mal gesagt haben. Und als ich dann eben ohne Geld in Frankreich auf der Straße gelebt habe, ja, fand ich das so faszinierend, was da passiert ist, dass ich dann nach einem halben Jahr angefangen habe, es aufzuschreiben auf meinem Blog. Dann habe ich eben einen Blog, den habe ich Vagabundenblog genannt, unter dem Namen Sylvia Fischer, und habe mich hingestellt in Bibliotheken, habe mein Tagebuch abgetippt und habe einfach aufgeschrieben, was passiert ist. Und habe dann Anfang 2020, also ich habe mir dann überlegt, ich habe ja schon mehrere Bücher geschrieben, welches gebe ich raus? Und habe eben dieses Buch dann hier rausgegeben. So schaut's aus, der Vagabundenblog. Ich habe es dann so genannt wie der Blog. Vorher war es umgekehrt vom Leben ohne Geld. Und ich lasse da sehr viel auch Menschen ohne Zuhause, die auf der Straße leben, sprechen, weil es normalerweise ja Menschen sind, mit denen man nicht spricht. Also ich habe ihnen eine Stimme gegeben. Und genau, das könnt ihr bei Amazon kaufen für 9,99. Ihr könnt es auch auf silvia-fischer.de runterladen und könnt mir geben, was ihr von Herzen geben wollt. Oder es als ein Geschenk auch annehmen. Und ja, bitte, ja, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Like. Oder ihr könnt es auch teilen, wenn ihr es ja, anderen gerne teilen wollt, oder könnt den Kanal abonnieren. Genau, und ja, dürft mich auch gerne unterstützen. Ich habe gerne andere, ich würde es gerne jetzt nur rausgeben. Also ich freue mich über jegliche Hilfe und Unterstützung. Das fehlt mir so ein bisschen. Also genau, ich möchte jetzt auch gerne Veranstaltungen machen. Entweder alleine oder ich habe jetzt gerade ein Video auch gedreht mit dem Philipp Hoffmann, der auch mal auf der Straße gelebt hat, das also kennt. Straßenmusiker, können wir auch zusammen mal was anbieten. Also wie auch immer. Genau. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr bis jetzt, bis zum Ende zugeschaut habt, zugehört habt. Und ja. Ich freue mich, von euch zu hören. Alles Liebe. Tschüss.